Mein Name ist Alexander Zech. Und ich bin abhängig. Von Mauer und Kracher. Es fing alles an, als ich eigentlich noch ein kleines Kind war. Damals konnte noch keiner ahnen, welche Ausmaße es annehmen könnte. Und dass Mauer und Kracher heutzutage meinen Alltag bestimmen werden. Wie geil, Alter! Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten, mit ihm zusammenzuwohnen. Schon bei alltäglichen Dingen ist seine Sucht spürbar. Ich bin fertig. Kommst du runter? Schon unterwegs, Bro. Ist das dein Scheißernst? Was denn? Du hast ja gesagt Sportsachen, oder nicht? Für eine kleine Radtour? Mau am? Komm, nee, entspann dich, Alter. Ich hab doch Hunger unterwegs, oder nicht? So, hast du alles? Ernsthaft? Als ich Alex kennengelernt habe, war ein fröhlicher Mensch. Mit dem konnte man alles machen. Die Spielerabende, die waren so schön mit FIFA. So, bist du bereit, fit zu werden? du wirst einmal in den Boden gestampft. Ja. Aha. Da haben wir Hunger zwischendurch. 45 Mal wie Vitamin, das ist schon. Ohne Nutrition geht gleich nichts bei den Supersportlern. Mhm. Oh, ich bin durch, Alter. Alter. Sorry, geh weiter. Boah. Ey, willst du gerade verarschen? Lass mal neu aufstellen, entspann dich doch mal, Alter. Bisschen Druck rausnehmen aus der Mannschaft. Aber das könnte ein guter Konter werden. Alter. Ey, da war ich fast durch, ne? Schau mal auf, Alter.
Alter, da war's fast. Da war's fast durch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Fuck die Scheiße jetzt! Ja, und dann kam seine Sucht dazwischen. Ja, es ging nur noch mau am hier, mau am da. Die Filmabende sind auch nicht mehr so wie früher. Wenn es erst losbricht, ist jede Ordnung und jedes Vorhaben zunichte gemacht. Oh mein Gott. Yo, Bitches, was geht? Sehr ruhig, komm. Alles klar? Ja, grüß dich. Ich bin die Mitte. Hey, grüß dich, Mann. Alles gut, hab ich was verpackt? Oh mein Gott. Das ist Tyler. Ich weiß, was passt, Alter. Der hat dich nicht umgebracht, oder? Ich guck schon lange drauf, glaube ich. Hast du Knabberzeug mitgebracht? Oh Mann, Alter. Die Auswirkungen des Chaos sind nie vorhersehbar. Als wir das letzte Mal sprachen, warst du dabei, die Abschaltung der Krankheit zu regeln. Ich habe einen Schlüssel für den Aufbau einer Grundschule erhalten. Falls du noch interessiert bist, könntest du das Projekt leiten. Also ich bin einfach enttäuscht von ihm und ich will jetzt auch wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Tut mir leid. Ich meine, ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder. Er hat sich so verändert. Er ist nicht mehr er selbst. Alter, dein Ernst jetzt? Okay, ich höre jetzt auf. Geh auf die Couch. Los jetzt. Die bleiben. Entschuldigen wegen gestern Nacht. Ich sehe ein, das war ein bisschen too much. Ich will gar nichts weiter dazu sagen. Genieß dein Frühstück. Ah, sogar von uns ein Croissant. Liebe. Ich habe richtig Hunger. Kann ich schon anfangen? Ja, ne, klar, ja. Mach ruhig. Boah. Ich weiß, ob das schon mal. Was nee, denn? Oder? Was nicht denn? Im Ernst. Bitte mach das jetzt nicht kaputt. Alex, sind das Mauern ernsthaft? Sogar klein geschnitten? Das sollte halt beladen sein. Hier ist doch Butter, hier ist doch Käse. Mauer? Willst du mich verarschen? Bitte wenigstens der Kakao. Ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Manchmal wünschte ich einfach, dass alles wäre vorbei. Na, letzte Überdosis und der Schmerz wäre eigentlich weg. Du musst den Entzug machen. Du musst deine Therapie machen, doch. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Wir machen das zusammen. Was ist jetzt nochmal für ein Film, wo wir jetzt hinwollen? Naja, der heißt Kairo. Shah Rukh Khan ist herzkrank, ganz furchtbar und verliebt sich in seine Nachbarin, aber hat nicht mehr lange zu leben. Nein! Das ist ein Zwiespalt in sich. Leute!
ich muss dir was erzählen, ich war gerade bei Kaufland. Ich habe das ultra lecker gefunden, das soll so geil sein. Sagt ihr.